Ich kann maximal versuchen, jetzt auf AP umzuswitchen. Ich will aber das wird mir nicht viel bringen, da ich ja meine Supporter-Runen drin habe, werde ich das ganze Game über benachteiligt sein, was den Schaden angeht. Der ist geflohen, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der kippt mich. Ja, versuchen wir uns zu farmen. Macht der Tür auf der Lane mit den Spinnen sehr schwer, weil du nicht weißt, ob du das hier wirklich bekommst. Naja. Tja, was machen wir jetzt? Ich könnte den Drake später versuchen zu machen, also dass ich den die Jungler-Rolle ein bisschen übernehme. Aber der ist Mitte. Lol. Na gut. Dann versuchen wir mal den Tower hier einzureißen. Sollte mit der Lisa echt ziemlich schnell gehen. Sehr nice. Du bleibst schon da? Ich weiß, was in den Schatten lauert. So. Gut. Da konnte ich nichts tun. Meine wahre so, den Mana habe ich noch 600. Ja. Ich wollte absolut nicht schnell genug reagieren. Da hat Urgot auch sein Aim verkackt. Was kaufe ich mir? Was kaufe ich mir? Es wäre vielleicht ganz praktisch, wenn ich mir die Träne der Göttin hole. Aber brauche ich bei Elisa eigentlich gar nicht. Ich sollte vielleicht Kettenweste holen und mich zu einer Tank-Elisa aufbauen irgendwie. Damit das hier noch was wird. Dann bin ich halt eine zweite Top-Lane, mal schauen, ob das so wird. Kann man ja nebenbei hier so ein bisschen den Jungle holen. Muss natürlich gut warden, dass ich hier nicht schlagartig überrascht werde von gewissen Leuten. Und gewissen Blondschöpfen, wo man nicht weiß, ob es Lux oder Essie ist. Und für eine interessante Sache, weil wenn ihr diese Jungler seid, gibt es einen ganz einfachen Trick. Und zwar schaut euch das mal an hier. Wenn ihr immer vor und zurück geht so ein bisschen, dann tankt meine Spinne den Minion. Natürlich verliert ihr dabei Spinnen, ihr müsst dann natürlich absehen, okay, wie viele Spinnen kann ich da verlieren. Das war jetzt in dem Fall natürlich zu viel, ich hätte die beiden Spinnen jetzt nicht verlieren müssen, deswegen. Aber damit könnt ihr super farmen, wenn ihr gegen größere Monster am Anfang vielleicht gegen den Blue Buff kämpfen müsst. Dann könnt ihr einfach eure Spinnen den Blue Buff tanken lassen und verliert kaum Leben dabei. Und Spinnen bekommt ihr ja, wenn ihr Auto, wenn ihr Passive, Quatsch, bekommt ihr durch die Passive, wenn ihr Fähigkeiten trefft. Zum Beispiel hau ich jetzt hier eine Fähigkeit hin, dann hau ich da noch eine Fähigkeit hin, dann hau ich da noch eine Fähigkeit hin. Jetzt gehe ich hier rein, hab drei Spinnen. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Cool, mit dem kann ich jetzt super fahren. Und in der Zeit, wo ich mich in dem Modus befinde, verbrauche ich auch kein Mana. Ich sehe gerade auf der Map nichts. Könnte gut sein, dass ich... Ja, da ist der hier. Alles klar. LOL! Da hat er die Ulti gezogen für mich. Oh mein Gott, ey.
Die Killgeier halt auf Bronze kennt manchmal echt keine Grenzen. Na gut. Oh, ich habe noch Webgemann. Hallo! 04 ist auf jeden Fall nicht gut. Wir alle müssen Opfer bringen. Der Rest des Teams schickt sich gut, aber ich meine, ich bin Elise, Support gegen zwei Leute. Was erwartet ihr? Und es wird es gefeedet. Ich werde Ihnen den Weg zurück. Das ist reines Feeding bei mir. Das ist so schlimm. Ich muss sowieso. Auf jeden Fall. So. Ja, lass mal die Wave erstmal wieder ankommen, bevor ich wieder zu weit pushe. Es gibt nichts zu fürchten. Ich will mal was testen. Und zwar komme ich mit dem. Quatsch. Komme ich mit dem bis darüber? Wenn ich mich so hier hinstelle? Nein, ich will das testen. Wenn ich mich sofort hier in den Busch reinstelle, dann müsste ich doch theoretisch... Nö, gut, geht nicht. Dann halt nicht. Ziehen wir jetzt meinen Farm und dann bin ich wirklich mad. Das ist das Einzige, was ich gerade noch habe. Ja, da ist Urgott draufgegangen, würde ich sagen. Boah, lass mich bloß in Ruhe, ey. Ich hasse es wie eh. Ohne Mist. So, ich glaube, wir holen uns mal die, Dings hier hinten. Oh, oh, oh. Du, du, du. Okay, er folgt mir. Tod war gut. Sehr schön. So. Level gleich mal und lass mal die Leute pushen. Ah, die pushen gar nicht. Oh, okay. Die Spinne verlangt nach. Dann push ich halt. Ja, Spinne, du spart mal besser, ja. Na. Okay. Zwei sind unten, zwei sind tot. Okay, nicht mehr tot. Ich versuche noch schnell mit ein bisschen Minispinne zu nehmen, das war kein Fehler. Ein Gegner wurde getötet. Dann gehen wir gleich mal weg. Da ist Katze tot. Okay, dann warten wir ganz kurz in der Base, weil ich würde mir jetzt erstmal Leben holen, weil wir haben schon 150 Rüstungen bei 1000 Leben oder was wir haben. Ne, 1300 ist das gar nichts. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal ein bisschen Leben. Lol, wir gewinnen? 3-5, 3-7. Oh mein Gott, wir gewinnen den Scheiß hier. What the fuck? Also ich gehe jetzt auf jeden Fall Full Tank und helfe da unten nochmal dem... Na, das ist... Lol, ohne Mist, wir gewinnen das gerade. Das gefällt mir, das ist ja mega geil. Kann er das Drake machen? Macht er mit oder kriege ich den Drake allein? Ich weiß es nicht. Probier's einfach mal. Aber ich glaube es fast nicht, dass ich den bekomme. Ich
Obwohl, das könnte vielleicht doch was werden. Kann ich meine Spinne immer resetten? Wenn ich natürlich die Spinne nicht den Schaden abfangen lasse. Dann würde das eigentlich was werden. So, ich krieg den echt. Nice. Ich habe einen Drake bekommen. Das ist jetzt richtig gut. Okay, also merkt euch, Elise selbst Support Level 10 Drake. Wenn ihr das nicht schon wusstet, das gefällt mir gerade. Geld für das ganze Team. Auch Ash hat mal ein bisschen Geld bekommen. Sollte Ash wegkommen, werden wir das echt hart gewinnen. Unaufhaltbar. Cut 6. 6-1, lol. So, ich supporte meinen Urgott ein bisschen. Oder er lässt mir den Palm, ist auch nicht schlecht. Zumindest können wir drüben gegen den einen kämpfen, ich hole die anderen 5. So, habe ich noch meine 3 Spinnen. Alle 5 Leben, das heißt erstmal ordentlich Wurf setzen hier. Und dann geht's weiter mit Farmen. Oh, den einen habe ich nicht bekommen. Sehr schön. Vielleicht kriege ich langsam mal so einen Tower hier. Der ist auch mega nice. Okay. Ich weiß, was er macht. Der Gegner hat einen Turm. Ein Gegner wurde getötet. Ich ziehe an den Hüten und lasse sie. Gut. Sehr schön. So. Wir holen uns noch und dann gehen wir weg. Ich finde das so geil, wie Elise weggeht. Hui. Das war close. Okay, als nächstes wäre dringend notwendig. Ich muss da mal ganz kurz. Es hat sich was in den Weg. Okay, vergesst das mit der Webcam bitte. Ich habe zwar genug Akku, sehe ich gerade, aber meine Webcam hat sich verabschiedet, weil ich keinen Platz mehr auf dem Handy habe. Hey. Warum nicht? So, die beiden jungeln da ein bisschen. Ich habe 044, ist also halbwegs ausgeglichen wieder. Sieht jetzt nicht allzu sehr. Ja, du hast mich besonders lieb, hab ich gehört. Lol. Da hatte ich keine Chance, aber mein Team hat währenddessen 2 andere gekillt. Und jetzt werden die beiden auch sterben, weil Velkos habe ich trotzdem ordentlich Schaden gemacht. Also wenn die bei den Velkos jetzt schnell kriegen, kriege ich sogar noch ein Assist. Und das würde ich wieder echt hinkriegen. Töten das von ihm. Assist kriege ich zwar nicht mehr, aber es ist legendär. Was im Endeffekt auf dasselbe hinauskommt. Ich hätte aber gern Magieresistenzschuhe jetzt. Oder ich habe Abschwungzeit, aber
obwohl Abklingzeit mit Elise ist ziemlich gut, würde ich nur sagen. Ich kenne den wahren Weg. Wenn du Tank als Elise spielst, ist Abklingzeit ein sehr bevorzugtes Bild. Dann tue ich mein Handy mal aus, mein letztes so. Und dann habe ich auch keine Werbung gemacht für Energy. Das ist sehr gut. Vier Spinnenhammer, na dann. Woo! Ihr seht schon, die Wölfe greifen mich gar nicht an, sondern die greifen meine Spinnen an. Was ich auch gerade gar nicht so gut finde. Das sind wieder alle vier. Fünf sind sogar, oder? Vier, fünf? Vier. Blue Buff vielleicht? Na, 33 Sekunden. Dann mache ich jetzt Blue Buff mit dem bekommenen Mana. Oh. Kleiner, heftiger Ezreal. Ich sag doch, ich kann dir nicht leiden. Spaß. Gut, dann wird das alles ein bisschen verzögern. Du auf Hummus nach der Wave hier. Terminiert. So. Wir alle müssen Opfer bringen. Soll ich mit dem Blue Buff? Damage, komm, bevor ich bin da. Und damit holen wir uns den Drake jetzt, ne? Weiter geht's. Jetzt können wir mittlerweile auch schon die Spinnen tanken lassen. Ohne Gegner ist mittlerweile ziemlich easy. So, das war's für ihn. Gegner wurde getötet. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Eine Frage, aber okay. Stört mich jetzt nicht wirklich, dass der weg ist. Jedes Netz. Ich habe einen Drake und ich gehe auch weg jetzt, ne? Ich habe nämlich 1,5. Verbündeter wurde getötet. Hä? Das muss man jetzt nicht verstehen, wie der so schnell den Typen killen konnte. Wir warten noch ganz kurz in der Base, bis wir den Stab haben, damit wir ein bisschen AP-Damage machen und dann geht's los. Ich ziehe an den Fäden und lasse Super. Sie tanzen. Dann holen wir uns Sonja für mehr Rüstung. Ein bisschen mehr Cooldown Reduction im erweiterten Sinne. Den hole ich mir, ich darf noch mal wissen. Das war richtig dumm von mir. Ein Gegner wird zum Berserker. Oh mein Gott. Sorry. Oh, jetzt trollen wir gerade. Oh mein Gott.